Seit rund 50 Jahren leben sie in Hamm. Die drei Gründungsmitglieder von Kapelle Petra. Warum auch hier weggehen, wo es doch so viel Schönes gibt. Ein tolles Freibad. Und der Kurpark. Der Bahnhof. Die ersten 30 Minuten parken ist immer frei in Hamm. Manchmal würde ich gern zurück in die 90er. Als keiner wusste, was war später aus so fern. Gegründet Mitte der 90er Jahre, haben sie ihre neue, inzwischen 8. Platte nach ihrer Heimatstadt benannt. Wenn du an der Pauluskirche Richtung Drogenplatz gehst, ja. Da war doch links, ist, da war ja. Und könnt ihr euch erinnern, dass auf der Ecke bei Horten eine Pommesbude ja, war? Oh, und da wollte ich nicht mehr weiter ab da. Man schreibt Lieder und schreibt Lieder und schreibt Lieder. Und irgendwann merkt man so, ja, es ist irgendwie ein Spiegel der Zeit. Und dann haben wir gesucht, was ist denn das? Was ist die Essenz des Albums? Und da sind selber nicht drauf gekommen, haben unseren Grafikdesigner gefragt. Und der sagte, jeder Song hat irgendwas mit Hamm zu tun. Für ein paar Tage haben sie jetzt in der Fußgängerzone von Hamm einen Pop-Up-Store aufgemacht. Kennst du mich? Ja, reinspaziert. Das ist unser kleines, tolles Kaufhaus für 3 Tage. Hier gibt es natürlich viele Produkte. Natürlich das neueste Produkt, unsere Platte. Hamm. Schön mit Bahnhof, T-Shirts. Siehst du, sie passt nicht. Ja, gibt es auch in kleineren Größen. Ne? Siepe, meinst du? Ich wachse ja. Nicht mehr rein. Ah, da passt du, da wächst du noch rein. Ja, ja, das sieht gut aus. Ah, ganz wichtig, Liederheft. Hier stehen die Texte drin. Hier spielen sie auch kurze Gigs für ihre Fans. Ich will dieses freundliche Gesicht, ich will das Strahlen in deinen Augen. So unendlich wichtig ist. Bis vor 12 Jahren war die Band ein Hobbyprojekt dreier Freunde. Dann haben wir irgendwann mal gedacht, ey, oder Guido kam auf die Idee, sollen wir mal ein Jahr lang einfach mal Job sein lassen. Einfach mal gucken, wie es läuft. Und dann haben wir das wirklich gemacht dieses Jahr und gedacht, oh, das war gut. Wir wagen mal noch eins. So, und dann kam dann noch eins und noch eins. War auf jeden Fall, also. Das ist die beste Entscheidung meines Lebens, finde ich einfach. Komm, wir fahren heute mit dem Rad. Barfuß, wie als wir Kinder waren. Zum Freibad auf der anderen Seite unserer Stadt. Freibad Pommes, so ein echter Petra-Kapelle-Hit. Mit viel Lokalkolorit. Als Bademeister dabei, Comedian und Edelfan Sebastian Puffpaff. Ich habe es irgendwie lange Zeit hinterfragt und gedacht, da muss doch irgendwas hinterstecken. Kann doch nicht sein, dass man den einfach anrufen und der dann immer irgendwie am Start ist. Der mag das, was wir tun und wie wir das tun und wir verstehen uns total gut und so ist er immer irgendwie im Boot. Wenn die Platte erst ein paar Tage raus ist. Hamm singt mit. Für viele gehört die Band hier einfach zum Leben dazu. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind wir ein gutes Dreier-Ehepaar. Yes, genau. Das ist wie eine Ehe. Das ist wirklich wie eine Ehe. Also es gibt so Momente, wo man denkt, mein Gott, warum hat der schon wieder den Toilettendeckel hochstehen lassen? Warum ist wieder die, warum liegt wieder die Zahnpasta da so rum? Melancholie, aber ohne Pathos. Ein bisschen Sehnsucht nach gestern. Trotzdem immer mit dem Blick nach vorn. Diese Band ist ein ganz treuer Freund. Und das Durchhalten hat sich gelohnt. Das neue Album Hamm ist gerade auf Platz 6 der deutschen Charts eingestiegen. Nein, das bist du wirklich nicht.